Hey Leute, da sind wir mal wieder bei Yu-Gi-Oh! World Championship 2010. Und ja, ich dachte mir, ich muss meine Duellfertigkeiten verbessern. Deswegen habe ich mich eine halbe Stunde vor der Aufnahme hier, also eine halbe Stunde hat es gedauert, durch die restlichen Quatsch-Tutorials gequält. Ich führe förmlich, wie der Skill durch mich durchfließt. Also würde ich sagen, machen wir mal die Tutorial-Duelle, damit wir das mal abschließen. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Müll. So. Das Besondere an dem Tutorial-Duell ist, dass es jetzt eine Karte im Extra-Deck gibt. Da, Drachenmeister, geil, ja. Super, ne? Finde ich auch gut und wir haben richtig nice Karten. Wir fangen an mit dem Affen-Akrobaten im Verteidigungsmodus. So, was wird es tun? Wahrscheinlich klärt wieder so ein... Ne, finstere Kammer der Albträume. Okay, schon mal eher eine ungefährliche Karte. Jetzt kommt ja der Gagagigo und der siebenfarbige Fisch. Nicht ganz das, was ich dachte, aber es kommt schon drauf, aufs selbe drauf hinaus. Aber der Affenakrobat. Der ist einfach so akrobatisch, der hat Def 1800, ne? Das ist ja eine Menge! Boah, finde ich gut. So. Okay, der schwarz glänzende Ritual. Oder schwarzer Glanzritual. Das können wir noch nicht machen, das ist ein bisschen blöd. Wir haben nur haufenweise Trash-Monster. Und Metallwächter, ich meine, seriously, Metallwächter? Ich werde erstmal warten, nichts spielen. Ich hätte natürlich den Metallwächter beschwören können, aber was bringt mir das? Seitdem jetzt kommt so ein Gagagigo. Nope, Death-Monster. Uff. Oh, verdeckte Karte. Ungeil. Bum, 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 bum. Angriff an eine Feier. Ach. Nee, ernsthaft schon wieder. Das ist doch behindert. Problem ist jetzt, dass wir, obwohl ich den Kampfochsen spiele und ich habe ja Angriff annullieren, kann ich hoffen, dass ich einen. Ja, no risk, no fun, ne? Könnte ein dummer Zug gewesen. Ah, war kein guter Zug, ich gebe es zu. Obwohl, dann nächste Runde könnte man Gaia spielen. Gaia räumt dann auf. Also, alles richtig gemacht. Feierliche Wünsche. Und... Oh. Oh. Auf. Schwert. Nicht so toll. Wirklich nicht so toll. Scheiße. Das bringt auch uns Gaia nichts mehr. Dammit. Wie wollen wir denn das Viech wegkriegen? Weder der Drachenmeister kann da was machen, noch... Okay, wir könnten den schwarzglänzenden Soldaten spielen, wenn wir den mal ziehen würden. Dann in das Viech rein. Und da ist er nämlich, zufälligerweise. Und was haben wir dafür weg? Naja, erstmal hier den Penny und dann Stufe 8 brauchen wir. 3, 2, 5. Ich will ja eigentlich den dummen Pilzmann nicht mehr. Ich nehme Landstar und den Metallwächter. Von mir aus. Sag euch jetzt, wenn die jetzt irgendwas hat, was denn zerstört, wenn ich angreife, dann bin ich so angepisst. Nein, gut. Hier ganz klassisches Szenario, ne? Der weiße Drache mit dem eiskalten Michisure. Ja, okay, von mir aus. Das lasse ich noch durchgehen. Aber hier der weiße Drache mit dem eiskalten Blick mit dem gegen den Soldat des schwarzen Lichts. Oder auch ganz anders genannt im eigentlichen Kartenspiel dann. Ich weiß nicht warum. Oh, Jerry, Soldatenbohnen. So lange, wie die denn noch irgendein Fusionsmonster rauskriegt, was vielleicht noch passieren wird. Ich denke mal, so die nächsten Karten, die wir ziehen werden, der Fluch des Drachen und dann
entweder nächste Runde oder die Runde danach dann wir spielen dann einfach mal. Denn die Polymerisation. Achso, nee, hier ist ja nicht Fluch des Drachen, sondern Drachenfluch. Tut mir ja leid, dass ich den Anime geguckt habe, ne? Auch wenn der sowieso den Regeln ne folgt. Und was ist das eigentlich für ein komischer Drache? Ich meine, so ist doch. Also wenn ich an den Drachen denke, dann fällt mir doch eher der weiße Drache mit dem eiskalten Blick ein. Als dieses komische Gebilde hier. Aber ich habe nichts gegen die Karte, also machen wir einfach so. Ja, der Fluch des Drachen. So. Sehr Bodeneinsturz. Ja, von mir aus. Spieler. So eine läppische Zauberkarte. Was zieht ihr denn für Kacke nach? Gut, denn solange wie sie nichts Gutes nachzieht, ist ja alles in Butter. Oh, der Fusionsweiser sogar. Jetzt können wir noch schön unser Deck ausdünnen. So. Mischen wir. Und polymerisieren. Whatever. Wir fusionieren. Das ist eigentlich eine Fusionskarte. Und ich hätte auch gerne das alte Artwork, aber. Also das andere Artwork. Das ist viel geiler. So, Fusion. Ich fusioniere meinen Gaia und meinen Fluch des Drachen. Und erhalte. Drachenmeister Gaia. Gab's nicht noch so einen anderen? Oder auch Gaia, den Drachen-Champion. Im Anime, ne? Ich glaube, der hieß Gaia, der Drachen-Champion. So, pam. Feine Sache. Jetzt holt die Klei bestimmt irgendwas, was uns einfach nur umbringt. Nope, gar nichts. Das heißt, wir haben eigentlich GG. Das heißt, wir. Was ist bitte was ein Sargverkäufer? Wenn Monsterkarten eines Gegners zu dämpfen. Wow, so eine Karte haben wir nötig, ne? So. Sei denn es kommt Kuriwo. Das Effektmonster-Tutorial kam hier noch gar nicht. Deswegen wird hier kein Kuriwo jetzt kommen. Oder Kampfausblender. Nein, das sind Oldschool-Karten. Ja, hier kommt kein Kampfausblender. Naja, hätte noch länger überlebt. Aber ja, ein weiteres Tutorial geschafft. Und jetzt noch zum letzten Tutorial. Und wenn wir dann nicht irgendeine Special-Belohnung kriegen, dann bin ich aggro. Aber richtig aggro. Aber da überlebt hier keiner. Da ist dann ganz, ganz übel. So, Duell 6 ansehen. Gucken wir uns Duell 6 an. Das letzte Duell jetzt sogar, glaube ich, mit Effektmonstern. Coole Chose, ne? Oh Gott, und dann läppische, lame. Oh Gott! Okay, ich sehe schon, dass wir uns in dem Duell hier zusammensparen müssen. Um den irgendwie hier rauszukriegen. Ich spiele mal den blauen das ist gerade der blaue Ninja. Das ist der bewaffnete Ninja. Welcher Wahrscheinlichkeit wird sie jetzt nicht noch irgendeine Sache verdeckt spielen? Nein, natürlich nicht. Super! Flip-Effekt für den Arsch. Ja, was hätte ich denn sonst spielen sollen? Den Biberkrieger? Den brauche ich. Obwohl, jetzt wo ich es mir überlege, hätte Biberkrieger genug Verteidigung haben. Na, weil soll ich denn auch. Ich glaube, wir fangen das Duell nochmal von vorne an. Das finde ich irgendwie behindert. Nein! Ach, ich bin einer. Ich bin ein Heino. Jetzt müssen wir noch einen Zug von der alten abwarten. Schöne Kopfjägerin. Oh Gott, ich wollte doch aufs Deck klicken, auf Endphase. Es tut mir ja leid. Es quält mich nicht noch hier. Das ist doch eine Qual. Nein, ich will jetzt auch nicht Kuriwo aktivieren. Bei der Schadenszuteilung. Ich habe gar nicht gehört, dass ein Step Schadenszuteilung heißt. Ihr Schadenszuteilung.
So, und jetzt würde ich bitte gerne Set Cards. Oh, Albtraum Stahlkäfig. Gut. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, was wir für eine Taktik anwenden werden. Ja, ich will aufgeben. So. Das Duell hat voll Spaß gemacht, danke. Ja, den Mal habe ich so wirklich gewinnen lassen, ne? Das ist klar, ein Fehler und man hat kleine Arsch in so einem Tutorial-Duell. Da will man gleich schon nicht mehr weiter, also man kleiner entmotiviert. So. Dual Sex. So, gucken wir mal. So. Gelb glänzender Schild. Und Biberkrieger. Oh ja. Mein Beaver Warrior. Didn't know you had a Beaver. Den habe ich schon mal gebracht, oder? Ich glaube schon. Der Biberkrieger ist einfach eine epische Karte. Der Kampfochse, das sieht so ein klassisches Yugi gegen Kaiba-Szenario, so kommt es mir vor, so der Kampfochse gegen den Biberkrieger im Verteidigungsmodus. Ich weiß nicht, ob das jemals in der Serie kam, aber scheiße. Natürlich. Natürlich. Ja, wenigstens halt unser Beaver Warrior. No, Beaver Warrior. Beaver. So, dann jetzt ziehe ich ja den riesen Steinsoldat. Wie gesagt, ist immer dasselbe. Verteidigung. Kommt der nächste Spalt oder Hammeraufschlag oder Aufschlagen. Ne, Hammerschuss heißt die Karte. Und Aufschlagen. Hammerschuss und dann noch Aufschlagen. Nicht Hammeraufschlag. Das Hammeraufschlag gibt vielleicht auch die Karte, aber... Es klingt dumm. Ja, versucht's doch. Haha, Riesensteinsoldat. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Sus, next. Oh, yeah. So. Und mehr Set Cards. Ziehe. Albtraum Stahlkäfig. Haben wir noch keine Verwendung für. Setzen wir mal den bewaffneten Ninja. Und hoffen, dass die irgendeine Zauberkarte oder so verdeckt hat oder jetzt eine spielt. Denn das wäre nett. Wirklich nett. Sehr nett. Ach nö, greift einfach an. Von mir aus. Ey, 600 Verteidigungsbewaffneter Ninja. Geil, ich weiß. Wähle die zu zerstörende Karte. Wir nehmen die. Yay, es ist sogar Schrumpfen, cool. Ich habe ein sinnvolles Ziel getroffen. Sehr nice. Sehr, sehr gut. Das war sehr gut. Sehr gerne. Spiele ich jetzt noch eine Fallgrube. Das ist aber mal was Spannendes. Wie, wenn man irgendein gutes Monster oder so ziehen, passiert auch, ne? Oder? Scheinbar, ne? Sehr gerne. So. Ruf der Gejagten. Wow. Weil wir ja so viele gute Karten bereits im Friedhof haben, ne? Bewaffneter Ninja und Biberkrieger. Schöner Scheiß. Na gut, von mir aus. Können wir denn einfach das... Ich weiß nicht mal, ob wir den bis jetzt herzurufen könnten, den schwarzglänzenden Soldat. Also... Sehr gerne. So. Komm. Die hat 5 Handkarten. Wer weiß, was die alles OPs auf der Hand hat. Bestimmt 3 weiße Drachen mit Eiskarten. Die wartet nur drauf, um die zu fusionieren. Ich weiß es doch. Warum spielen wir den Kanonensoldaten? Och, nö. Ich meine, ernsthaft, der Kanonensoldat. Das bringt doch auch nur stehen zu spielen.
Ich heb mir meine ganzen Handkarten halt noch auf, weil ich bestimmt kommt noch der weiße Drache mit dem eiskalten Blick wieder. Und so nenne ich den jetzt für den Rest meines Lebens. Weißer Drache mit eiskaltem Blick. Oh Gott, irgendeine Setcard. Jetzt mauert die ohne Ende hier. So. Wir haben nicht mal einen anderen Krieger auf der Hand. Was haben wir? Ja, den Drachen-Champion mal wieder. Bald müssen wir abwerfen, wenn wir weiter sind. Oder das ist kein Krieger. Ne, eine Maschine, natürlich. Aber ich cutte erstmal, wir sehen uns gleich wieder.